PC Action TV meets Giga Games. Christian Sauerteig und Jo Hesse machten sich kürzlich auf in den Düsseldorfer Medienhafen, um den Machern der ersten TV-Live-Show über Computer und Videospiele einen Tag lang bei der Arbeit zuzuschauen. Ihre Gastgeber, Giga-Chefredakteurin und Moderatorin Miriam Pielhau und Giga-Games-Redakteur Georg Zahl. Seit wann gibt es NBC Giga und wann genau seid ihr immer auf Sendung? Also, wir haben gestartet mit den redaktionellen Vorbereitungen am 2. November 1998 und hatten dann genau 4 Wochen Zeit vor Sendestart. Wir haben also in der Zeit gelernt, erstmal was die Idee Giga soll. Wir haben Kameratraining gehabt, wir haben Artikel ins Web produziert, haben also in 4 Wochen eine Hardcore-Quick-Schulung bekommen in all dem, was Giga heute ausmacht. Und wir senden montags bis freitags 15 bis 20 Uhr, 5 Stunden live und sind damit die längste regelmäßige Live-Show. Ich glaube, im deutschen oder vielleicht sogar europäischen Fernsehen, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber so wird es nicht richtig. Hallo, ich bin Georg Zahl von NBC Giga, ehemals am Kanal. Mittlerweile arbeite ich hinter den Kulissen als CVD und in der Redaktion. Produziert wird Giga Games von einem außergewöhnlich jungen Team. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter liegt bei zarten 23 Jahren. Computerspielbegeisterte Online-Redakteure, Netzreporter, Kameraleute und Videoeditoren treffen hier zusammen, um aus ihrem Hobby eine brandaktuelle Kult-TV-Show zu machen. Wir sind meistens zeitnah, das heißt, wir wissen, um es hart zu sagen, wissen wir an einem Abend noch nicht genau, was wir am nächsten Tag in einer 2-Stunden-Sendung machen. So viel Vorlauf ist einfach irgendwie für uns nicht da. Kein Wunder, dass es hinter den Kulissen bei Giga Games etwas flippiger zugeht als in seriösen TV-Redaktionen. Der ein oder andere Unfall bleibt da nicht aus. Hier hatten wir noch zu legendären Giga-Zeiten mal einen Kabelbrand. Wir waren irgendwie so eine Kabeltrommel und die war, weiß ich nicht, zu eng gewickelt oder so. Es gab einen Kurzschluss und hat gebrannt. Und wir waren alle zu dem Zeitpunkt hinten im Hafen irgendwo auf einer Party. Plötzlich kommt irgendwer angerannt und meint so, der Sender brennt. So, was? Rennen rein, dicke Rauchschwaden und Feuerwehr. Wir dachten echt, irgendwie alles wäre abgebrannt, aber es hat halt nur hier hinten gequalmt. Der ganze Rauch ist dann da oben hochgezogen und da ist halt irgendwie dann keine Abschirmung mehr. Zwischen den heißen Phasen der Produktion wird hier leidenschaftlich gezockt. Was wurde denn da für Spaß? Und die Geschenke der Fans stapeln sich bereits in einer Ecke des Studios. In der gesamten Zeit, wo ich irgendwie vor der Kamera war, vielleicht 2 oder 3 Mal ein Paket mit irgendwas bekommen habe, manchmal auch Stofftiere, aber mittlerweile, die Couch war irgendwie komplett voll. Jetzt haben sie es hinten auf eine Decke getan, um überhaupt noch irgendwo drauf sitzen zu können. Auf jeden Fall sammelt sich das alles da hinten. Und bei Hannes, weil die Leute halt wissen, dass er Star Wars-Fan ist, sammeln sich alle möglichen Sachen aus Star Wars, aber auch aus Alien. Dazu natürlich den ganzen Kram, den ihr auch vermutlich kennt, so diesen ganzen Merchandise-Kram, der hier immer wunderschön auf den Tischen steht. Dass die Arbeit an einer täglich ausgestrahlten, mehrstündigen Live-Sendung dennoch ein Höllenstress ist, daran lässt Miriams Tagesablauf keinen Zweifel. Die Sendung geht ja von 15 bis 20 Uhr. Und wie genau schaut dein Arbeitstag aus? Wann fängst du an? Eigentlich spätestens um 10:30. Ich suche Webseiten, die ich in der Sendung vorstelle. Manchmal tagesaktuell, manchmal welche, die einfach so lustig oder zeigenswert sind, die irgendeinen Service bieten oder sich eben als solches, als Webtipp eignen. Ich bereite mich auf die Gäste vor, lese Biografien, recherchiere Informationen zu den Gästen. Ich habe vielleicht schon am Vortag oder schon länger eine Idee zu einer Aktion gehabt, schreibe also auch die Artikel zu diesen Aktionen, mache vielleicht noch Bilder, recherchiere die Giga-News, drehe ein kleines Movie, in dem ich den Giga-Friends, die auf unserer Seite surfen, verrate, was in den letzten 24 Stunden im Leben der Netzreporter und Hosts geschehen ist, was sie vielleicht nicht via Kamera verfolgen konnten. Ich muss irgendwann zwischendurch in die Maske, wir haben eine Redaktionskonferenz, wo wir die Themen vorstellen. Also jede Menge Stoff vor 15 Uhr. Spaß an ihrem Job scheinen dennoch alle hier bei Giga Games zu haben. Den Grund dafür haben wir der Crew in einem vertraulichen Gespräch entlocken können. Und deswegen sage ich nur, PC Action, go, go, go! Total cool, diese PC Action, ich will sie auch immer. Auch ich bin ein großer Fan von PC Action. Seit ich PC Action lese, bin ich ein viel glücklicherer Mensch. Auch lachen diese dabei. Leute lesen PC Action. Lach, los, lach! Und habe ein viel besseres Leben. Sowas kriegst du dir geschenkt, oder? Leben. Das habe ich selber gemacht, nachdem ich PC Action gelesen habe. Und kauft auch ihr PC Action, denn mit PC Action werden eure Zähne weißer.